knipse noch ein paar Tiere da drüben. Okay. Entschuldigung. Wo finde ich die besten Detektive aller Zeiten? Thomas und Tom Turbo. Der Eingang zum Detektivbüro ist da drüben. Nein, das ist die falsche Richtung. Aua! Das ist ja komisch. Wo sind die beiden denn hin? Noch eine Dose. Das ist ein neuer Rekord. Still, Tom, still. Ganz vorsichtig. Geschafft. Tom, Thomas! Oh nein. Oh, hallo Alice, hallo Adam. Entschuldigt bitte. Aber Adam hat etwas Merkwürdiges beobachtet. Und fotografiert. Zeig her. Dieser Mann, der sucht euch und da war noch ein anderer. Ich glaube, vor dem ist er davon gerannt. Ich kann nicht wirklich viel erkennen, leider. Ja, ich weiß. Die Aufnahmen sind nicht so gut, aber es ist alles so schnell gegangen. Lass mal sehen. Vielleicht kann ich etwas erkennen. Stopp! Und, was ist, Tom? An diesem Tierpflegerfahrzeug ist etwas verdächtig. Detektive, habt ihr auch etwas entdeckt? Dann schreibt euch den Buchstaben des Abschnitts auf, in dem sich etwas Verdächtiges befindet. Wer stört? Chris Chameleon. Verbinden! Information über den Anrufer Chris Chameleon. Guten Tag. Mein Name ist Dr. Chris Chameleon. Ich weiß, wer mein Helfer ist. Auch wenn er sich manchmal wie ein Versager anstellt. Ich will ihn jetzt endlich sprechen, du durchgebrannter Kabelhaufen. Wie nennen Sie mich? Ich bin Dr. Chris Chameleon. Ja. Und? Haben Sie den Kerl? Na klar, der liegt im Heu. Lassen Sie ihn bloß nicht entkommen. Er darf meine Pläne nicht durchkreuzen. Bringen Sie ihn am besten in meine Festung. Ich muss jetzt zum Treffen der größten Gauner. Ich erwarte Sie später. Natürlich, wie Sie es wünschen. Ich bin Dr. Chris Chameleon. Ich lasse mich von diesem Fritz Phantom nicht länger so mies behandeln. Aber ich brauche das Geld. Ihr sucht diesen Mann bitte. Den erkennt man ja kaum. Ich weiß, deshalb kann uns der Computer auch nicht weiterhelfen. Und mein Suchtrick funktioniert bei der Fotoqualität leider auch nicht. Adam, ist dir irgendetwas an diesem Mann aufgefallen? Denk nach. Ja, die Kappe. Die war knallblau. Und dann hat er noch so eine große Tasche mit lauter Federn geschmückt. Das ist ja schon einmal hilfreich. Wir müssen herausfinden, wieso er bisher nicht eingetroffen ist. Geht's klar. Dann los. Hallo? Nur herein, Fürst Finster. Die Luft ist rein, Don Vulcano. Zwei Schießbudenfiguren sitzen schon drinnen. Wie reden Sie über Fritz Phantom? Was wagt er? Weiß er nicht, wer ich bin? Nein. Fürst Finster, der Herr der Dunkelheit. Hier kommt Don Vulcano, der größte Gaunerchef der Welt. Setzen Sie sich.
will auf der Stelle wissen, was dieses treffen soll. Wir erwarten noch eine Teilnehmerin. Na, sieh mal eine an. Ist das nicht der kleine Adriano? Das Hausschwein vom Don Vulcano? Das lasse ich mir nicht gefallen, Alexa. Sie Hexe! Bravo, genau, das bin ich. Und die Beste noch dazu. Oh, wen haben wir denn da? Tito! Don Vulcano! Don Vulcano! Thomas Brezina, hallo? Thomas, ich habe da ein kleines Problem. Was ist geschehen, Frau Direktorin? Als Zoodirektorin bekomme ich viel Post und gerade vorhin habe ich das hier bekommen. Was ist denn das für ein Vogel? Es ist eine ganz spezielle Gattung, von der man gar nicht weiß, ob sie noch existiert. Und nun soll das Tier angeblich an mehreren Orten gesichtet worden sein. Aber die Fotos könnten auch Fälschungen sein, wie bei diesem Ungeheuer von Loch Ness. Ich sehe sie mir dann gleich genauer an. Danke, Thomas. Ich muss weiter. Es gibt da ein Problem bei den Vögeln. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Mache ich. Alles Gute, Frau Direktorin. Dieser Vogel erinnert mich an ein Tier. Aber an welches, Detektive? Erinnert er an einen fliegenden Vogelstrauß? Oder an einen Flugsaurier? Oder an einen Riesenstorch? Keine Ahnung, was das ist. Wir gehen, wir verschwinden. Ja, das ist bitte, was soll der Unsinn? Also, wir verschwinden. Wir gehen. Adriano, öffne die Türe. Nur die Ruhe. Ich habe einen Plan, der die ganze Welt in Dunkelheit versinken lässt, in der Sie ein mächtiger Gaunerboss sind und in der es keine gibt, die schöner ist als sie. Was soll das für ein Plan sein? So rede er. Natürlich kostet die Sache etwas. Ja, klar. Alles, was Sie dazu brauchen, ist das hier. Ist er von Sinnen? Was soll das sein? Die drei Eier vom Himalaya? Und wie viel soll so ein Ei kosten? Wie kann so ein Ei für Finsternis sorgen? Und vor allem, werde jetzt ich durch das Ei noch schöner oder einfach alle anderen hässlicher? Die Eier haben eine ganz besondere Kraft. Sie können all das erfüllen, was sie wollen. Nein, ich bin skeptisch. Ja, wenn sie erfüllen, dann skeptisch. Hey, Moment! Warum behalten Sie sich dann die Eier vom Himalaya nicht selbst? Eben. Genau. Ich brauche die Eier nicht. Ich bin schon mächtig. Und ich brauche weder Finsternis noch Schönheit. Stimmt, der Zug ist abgefahren. Was ich brauche, ist Geld. Und das bekomme ich jetzt von euch. Ich verfüge derzeit nicht über hohe Geldmittel. Oh. Geld, Geld. Das ist halt das Problem einer jeden Hexe. Geld können wir halt nicht hexen. Aha. Geld, das, ich bin momentan auch nicht ganz vorübergehend. Dann eben nie. Nein, ich brauche so ein Ei. Kann ich auch ein Ei haben? Ich hätte gerne ein Ei. Das bedeutet, ich müsste es Ihnen jetzt einfach so geben. Und Sie bezahlen später? Das ist eine Idee. Das ist nicht möglich. Adriano, er kann Sie nicht hören. Der Raum ist schalldicht. Egal, dann mache ich es eben selbst. Nein! Wie schön finster er ist unter seiner Mantel. Endlich mal eine gute Idee. Halt! Ich will die Eier zurück. Alle
es klappt, wie ich es will. Das. Boss, immer noch keine Spur von dem Mann. Bestimmt wollte uns der etwas sagen oder uns etwas fragen. Was tun wir jetzt? Du, Alice und Adam, ihr setzt die Suche im Zoo ganz einfach fort. Machen wir, Boss. Mein genialer Plan ist fast vollendet. Aber wo ist dieser Chris? Computer, verbinde mich mit Chris Chameleon. Sofort! Ja, hallo? Wo ist dieser Vogelforscher? Ich bin unterwegs. Wurde aufgehalten. Bekomme ich dann auch mein Geld? Darauf kann er lange warten. Erst müssen die Gauner mich bezahlen. Dann bekommst du dein Geld. Und jetzt bring mir diesen Vogelforscher. Ja, ich bin auf dem Weg. Aber er ist weg. Was sagen Sie da? Wo ist er? Er muss entkommen sein. Finden Sie ihn! Dieser Vogel darf nicht singen. Sonst fliegen Sie! Ist das klar? Ja. Großer Fritz Phantom. Großer Fritz Phantom. Na also. Hallo Tom, hallo Alice, Adam. Hallo Frau Direktorin. Was rollt hier ab, Frau Direktorin? Wenn ich das wüsste. Die Vögel sind auf einmal so unruhig. Aber bis jetzt wissen wir den Grund leider nicht. Ups. Was ist? Verwunderung, Detektive. Habt ihr das auch entdeckt? Hier im Gehege befindet sich etwas, das nicht hergehört. Wo ist es? Ja, genau dort. Was ist das? Eine Kappe. Wie kommt eine Kappe in das Gehege? Die hatte der Mann auf, der zu euch wollte. Den wir die ganze Zeit suchen? Ja, vielleicht wollte er sich ja verstecken und ist mit der Kappe hängen geblieben. Welcher Mann? Kein Wunder, dass die Tiere so unruhig waren, wenn ein Fremder im Gehege war. Was ist mit diesem Mann? Er wollte zu Thomas und Tom, dann ist er plötzlich weggelaufen. Und jetzt suchen wir ihn überall. Aber wo ist dieser Mann hin verschwunden? Er kann nicht weit sein. Wir suchen weiter, Frau Direktorin. Okay. Computer, verbinde mich mit Fürst Finster, Alexa und Don Vulcano. Ich will meinen genialen Plan noch ein wenig auskosten. Ei, ei, ei in meiner Hand. Wer ist bald die Schönste im ganzen Land? Die große Finsternis ist nah. Wahrscheinlich schlüpft gleich ein kleines schwarzes Küken aus dem Ei. Küken? Küken. Wohl eher ein schwarzer Monstervogel. Psst. Und was soll das jetzt machen? Es wird mir Macht schenken. Ich kann es riechen. Also ich finde, es stinkt. Das finde ich auch, aber es ist nicht das Ei. Wann bekomme ich meine Bezahlung? Bald, bald, bald. Glaubt bloß nicht, dass ihr den großen Fritz Phantom einfach so bestehlen könnt. Ich sollte mir die Eier zurückholen. Nein. Ich will mein Geld. Sonst erwartet euch meine bittere Rache. Nur all die Eier des Drachenvogels. Ja. Er wird für mich das erledigen, was ich immer schon wollte. Die größte Eierspeise der Welt zu machen? Na, natürlich nicht! Er wird alle anderen Gauner verschwinden lassen. Dann bin ich endlich der Größte und Mächtigste der Welt.
Vorsicht, Kinder. Habt ihr den Mann schon gefunden? Nein, leider noch immer keine Spur. Los, wir suchen jeder in eine andere Richtung. Okay, ich laufe da lang. Viel Erfolg. Hallo, Herr Kollege. Futter für die Löwen, bitte. Ich hole gleich den Salat. Ziehen Sie die Bremse. Die Löwen warten. Sie sind kein echter Tierpfleger. Doch, natürlich. Nein, ist er nicht. Und dafür gibt's einen Beweis, Detektive. Was verrät, dass es sich hier um keinen echten Tierpfleger handelt? Seine Kleidung? Das Fahrzeug? Oder etwas, das er gesagt hat? Tom, mein Computer meldet, wir haben es hier mit Chris Chameleon zu tun. Dem Helfer von Fritz Phantom. Alarm! Der entkommt mir nicht. Hallo! Warten Sie! Sie wollen doch zu Thomas und Tom. Adam! Wo finde ich das Detektivbüro? Schnell! Kommen Sie mit! Wir führen Sie hin! Mieser Trick. Alice! Adam! Turbo-Warnung! Schnell herunter und Tom, du fährst direkt in deine Garage hinein. Guten Tag. Thomas Breziner? Ja, der bin ich. Und das ist Tom Turbo und das sind unsere Detektivfreunde Alice und Adam. Ich bin Willi Wild, Vogelforscher. Warum wollten Sie zu uns? Es geht um die Eier des Drachenvogels. Was ist das, ein Drachenvogel? Davon habe ich noch nie gehört. Es handelt sich um einen sehr seltenen Vogel, der am Fuße des Himalaya wohnt. Ich habe ihn jahrelang studiert und dann haben sie endlich Eier gelegt. Dann wurden die Eier gestohlen. Von Fritz Phantom wahrscheinlich. Besser gesagt, von Chris Chameleon, seinem Helfer. Es ist der Mann, der sie verfolgt hat. Der Drachenvogel wird die Eier zurückholen. Er ist riesig und sehr, sehr zornig. Er wird jeden Menschen mitnehmen, bei dem er die Eier findet. Was hat Fritz Phantom damit vor? Chris Chameleon kann es uns sicher sagen. Boss, Frage. Wie sieht das Symbol aus für Achtung, kann in die Luft gehen? Wie meinst du das, Tom? Wenn in einer Dose etwas drinnen ist, das explodieren kann. Welches Symbol ist dann auf der Dose? Detektive, wisst ihr das? Welches Symbol bedeutet hochexplosiv? Wieso ist er so schnell wieder nach oben in seine Garage? Keine Ahnung. Keine falsche Bewegung. Ich bin Dr. Chris Chameleon. Und ich bin sehr gefährlich. Keine Bewegung. Wenn die Dose von ganz oben herunterfällt, dann... Dann explodiert hier alles? Ja. Bumm. Die Tür ist verriegelt. Ich werde mich verwandeln. Warnung! Bei der nächsten Bewegung könnte die Dose runterfallen. Nein, bitte nicht. Legen Sie den Sprechgang ein. Was hat Fritz Phantom vor? Aber das ist höchst gefährlich. Tom, leg Chris Chameleon nur rein. Völlig richtig, Adam. In der Dose ist doch nichts Gefährliches drinnen. Nur der Aufkleber sieht gefährlich aus. Ich bin ganz Lauschohr. Warum sollte ich dir etwas erzählen? Raus damit! Was ist los mit diesen Eiern vom Himalaya? Oder? Bumm! Fritz Phantom hat die anderen Gauner reingelegt und ihnen gesagt, dass die Eier des Drachenvogels ihre Wünsche erfüllen könnten. Und? Erst wenn die Gauner bezahlen, bekomme ich mein Geld. Unwichtig.
Weiter, sonst... Frisphantom möchte, dass der Drachenvogel die anderen Gauner, nämlich Fürstfinster, Alexa und Don Vulcano, für immer vorträgt auf den Himalaya. Damit er der einzige und mächtigste Gauner auf der ganzen Welt ist. Interessant. Stehen bleiben. Das ist es also. Der Drachenvogel. Den gibt es also tatsächlich noch. Thomas? Mhm. Was machst du jetzt, Thomas? Wer anderen den Drachenvogel auf den Hals hetzt, der soll selbst Besuch von ihm bekommen. Aber dem Vogel und den Eiern darf nichts passieren. Keine Sorge, ich helfe ihm nur gerade, die Eier schneller zu finden. Sie können sich ganz auf uns verlassen, Herr Wild. Fritz Phantom? Ich habe eine wichtige Information an euch. Wenn ihr diese Eier behaltet, bekommt ihr Besuch von einem Riesenvogel. Unsinn. Ela, fürs Finster! Sagt die Wahrheit! Bringt die Eier zum bekannten Treffpunkt. Versteckt sie dort gut. Dort werden dann auch eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und jetzt? Jetzt schicken wir noch eine letzte Nachricht an den Obergauner, Alice. An wen? An Fritz Phantom. Ich schicke die Nachricht direkt an seinen Computer und ich hoffe, er fällt darauf herein. Oh. Schnell, gib her! Eine neue Nachricht. Und? Sprich! Die Gauner haben das Geld und bringen es zum Treffpunkt. Ach ja? Mächtigster Gauner der Welt und reichster Gauner der Welt. Das macht mir keine nach. Wie findet der Drachenvogel die Eier, Herr Wild? Er kann sie wittern, wie ein Spürhund. Aha, dann werden Fritz Phantom und die anderen Gauner bald denken, sie hätten einen Vogel. Ich bin schon so gespannt. Ja, meiner ist mein noch schöner. Wie soll das überhaupt gehen? Und? Habt ihr das Geld für mich? Was? Geld? Bitte. Sie wollten doch, dass wir die Eier hier verstecken. Vor dem Riesenvogel. Ja, der ist doch im Anflug. Was? Adam. Hallo. Hallo. Post von Willi Wild. Und? Wie geht es ihm? Ausgezeichnet. Er ist wieder zurück am Himalaya. Und was macht der Drachenvogel? Dem geht es auch gut. Ist auch wieder dort. Und er hat wirklich alle Gauner mitgenommen? Alle auf einmal. Und die Eier können jetzt endlich ausgebrütet werden. Sagt, was ist aber aus Chris Chamäleon geworden? Ach, der kann Fritz Phantom auch nicht mehr helfen. Ja, der ist lieber Tierpfleger. Und von den Tieren hat er weniger Angst als vor Fritz Phantom. Detektive, bleibt auf der Spur. Was seht ihr denn da überhaupt? Eiskalt. Was soll denn da los? Hast du den Fall gelöst? Dann lies die Buchstaben von hinten nach vorne. Sind sie richtig, ergeben sie das streng geheime Codewort. Schick es an tomturbo@orf.at. Gewinnen kannst du das Spiel Dog Crimes, bereitgestellt von Ravensburger. Sowie den Tom Turbo Detektivausweis. Das streng geheime Codewort und wer gewonnen hat, findest du auf okidoki.orf.at.